Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen direkt weiter und gehen jetzt nach Alfheim, war das, glaube ich, war. Ich glaube, das war unser nächstes Ziel, ja. Genau. Machen wir das. Der strönt, Junge. Ab zum Strönt. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zu nehmen. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alvheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Hey, warum geht das Tor bei denen auf? Was soll das? Wurde echt schon erklärt, warum Tyr diese leuchtenden Augen hat? Roas Geheimnis. Alvheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groas Schrein. Was haben wir denn hier schon? Zerstörte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Zerstörte Geschichte. Schmiererei im Territorium der Dunkelalben neben der Statue ihrer Ahnen, den Alben vor der Trennung von Licht und Dunkel. Die Botschaft ist, ja, was genau und für wen? Entweder haben die Alben die Statue gesehen und sie ignoriert, oder sie sind zu beschäftigt mit der Beherrschung des Lichts. Tja. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Oh, die wurden ja ganz schön abgeschlachtet. Oh, hier ist ein Bonus. Hier ist ein Bonusraum. Okay, komisch. Ja, wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir das ja reinschreiben. Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbulwinter. Wir sehen uns drüben. Ja, machen wir. Wir sehen uns drüben. Achso, er ist einfach da hochgejumpt oder was? Okay. Dann lass mich mal runterjumpen. Mal hier das abchecken. Die lebende Wüste. Sie war auch einmal voller Leben. Die lebende Wüste. Das Juwel von Alfheim ist unsere heiligste und fruchtbarste Wüste, die eine beispielslose Vielfalt an Leben beherbergt. Von den majestätischen Hafgufa und ihrem wohlklingenden Lied der Sande über die verschiedenen Schildkröten und Echsen der Hjata, wird es so ausgesprochen, bis hin zu den großen Herden von Gazellen und Steinböcken, die durch die Wanderdünen ziehen. Allen Kreaturen der Wüste wird durch die Gnade des Lichts Leben geschenkt. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erhabenheit zu genießen und reflektiere. Sorge für deine Welt. Schöne Message. Und Musik. Das Lied der Sande, nannte man es. Noch ein Opfer des Krieges. Meine Nase ist schon wieder komplett zu, was? Boah, Junge, es ist so nervig, so eine scheiß Allergie. Aber die Leute, die auch eine Allergie haben, die können das nachvollziehen können. Das Problem ist halt nur, wenn du eine Allergie hast, das ganze Jahr gehen kann, wie bei mir, Hausstauballergie, dann ist natürlich scheiße. Das ist jetzt nicht nur so, dass du irgendwie Pollenallergie hast und das nur eine gewisse Zeit ist. Dafür dann extrem, sondern das ganze Jahr. Das ist halt, Moment! Da draußen ist etwas. Ja, ich hab's gehört. Etwas Großes. Es leidet. Okay, da ist wieder so eine Runentruhe. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Tja, da ist noch eins. Was erwischt er? Huh.
Das sieht irgendwie, die Ecke sieht irgendwie so verdächtig aus. Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Hä, von welcher Schale redet ihr? Ist dahinter doch was? Welche Schale meint er denn? Ich sehe den noch gar nicht. Aber gut zu wissen. Danke dir für den Tipp. Da. Der Tempel des Lichts. Roas Schrein ist ganz oben. Okay, ihr geht schon mal vor, ja? Oh. Gutes Auge. Bifröst-Augen. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, Freund. Wir plündern bloß Nordentrug. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah. Sehr gut. Gut. Mehr Rage. Bedeutet mehr Zerstörung. Bedeutet mehr gebrochene Knochen und zerfleischte Körper. Freyr wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyrs Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Okay. Du Sau, du. 12 brauchen wir, wa? Für das nächste Level. Lass mal ganz kurz gucken. Ziele. Warte mal. Ziele? Ne, warte mal. Wo waren das? Wo war denn nochmal hier die Karte? Genau. Der strömt. Der strömt. 5%. Wir haben jetzt schon 5% in Alfheim. Was ist los? Wir sind doch gerade mal 5 Minuten hier. Wenn überhaupt. Und schon 5%. Hm. Pro Prozent eine Minute, oder was? Geht ab. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Der Dämmerungsschein wirft einen Axtwurf zurück. Die Reflexionsanzeige ändert ihre Farbe, wenn sie auf ihren... mein Ziel ausgerichtet ist. So, ah, okay. Oh, wusste nicht, dass das geht. Ist da was? Hey, das, hey, ich mach gar nichts! Ich will doch nur laufen, Alter. Warum tritt er denn die ganze Zeit? Ist da irgendwas? Ja. Oder so ein Loch ist, Alter. Ja, ja. Hä, was ist denn... was blau... was für... was ist denn markiert jetzt? Was hab ich markiert? Hab ich aus Versehen die Dings-Mission angemacht, oder was? Tatsächlich, ja. Weg damit. Töten Sie Scheusale! Große! Mensch, Atreus, das hat man nur gesehen, dass er explodiert. Da bin ich wirklich enttäuscht jetzt schon wieder. Einfach menschlich auch enttäuscht, weißt du? Wie so oft. Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Mimir, verstehst du diese Gedächte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Ja, okay, das ist Death Stranding. Death Stranding ist das. Ich rätsel aber immer noch, was das hier ist. Das hätte man vielleicht mal reinschreiben können, zum Beispiel in die Kommentare. Aber wie gesagt, man kann es auch lassen. Hm. Das muss ja auch irgendwas sein. Die Armeen versammelt. Ich glaube, das ist wirklich,
Neun Krieger sollte sein. Boah, ich überlege die ganze Zeit, was kann das sein? Das könnte vielleicht, wie gesagt, Dingens sein hier. Heavenly Sword. Aber das ist auf jeden Fall 100% Death Stranding. Ein brillantes Werk Phasias, welches, wenn es missverstanden wird, das Unwissen des Lesers beweist. Stock, Seil, Teer, Schwarz. Haut, Handabdruck. Baby, weinend. Schauer, Gestank. Tod, Strand. Raupen, köstlich. Bombe, Pisse. Ah, das ist geil. Ey, ist das geil. Alleine das hier ist so geil, wa? Der Sonnenaufgang des Nichts. Heavenly Sword, Mann, ohne Scheiß, das, oder? Oder ist es vielleicht doch was anderes? Warte. Ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot. Das ist halt das, was Heavenly Sword. Kann es vielleicht doch Laskanin sein? Ich überlege gerade. Nee, das ist ja die Kriegerin. Das wird Heavenly Sword sein. Liga der Grundkugel, die Darbietung. Ist das vielleicht Knack oder sowas? Neck? Kann es Neck sein? Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freya von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden. Ach ja. Mal eine Sache. Ne? Eine Sache will ich nochmal sagen. Einfach nur mal einen Gedanken. Ne? Als wir Tyr befreit haben, habe ich ja schon gesagt, dass es ein bisschen lächerlich ist, die Leute, die sich entgegenstellen uns. Uns entgegenstellen. Ja? Weil Odin wird uns ja beobachten. Der wird uns ja weiterhin beobachten. Er sieht ja, was wir tun. Und er will ja eigentlich angeblich verhindern, dass wir Tyr befreien. Und schickt dann nur irgendwelche Lappen uns entgegen. Nicht mal besonders starke. Und die machen wir einfach easy platt. Und irgendwie war das für mich ehrlich gesagt ein bisschen verdächtig. Und diese goldenen Augen von Tyr. Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Weil diese goldenen Augen, die kenne ich nur von ihm hier. Unserem guten Begleiter, Mimir, oder? Anderen Leuten. Wurde das schon erklärt? Macht das Sinn, dass der auch diese goldenen Augen hat? Tyr. Obwohl, der hat ja auch damit den Bifrost, das war ja auch, glaube ich, das Ding im letzten Teil, wa? Aber was mich wirklich bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war wirklich, dass der eigentlich nicht sonderlich beschützt wurde. Er weiß ja, wo er ihn eingesperrt hat und er beschützt ihn nicht krass. Das macht doch gar keinen Sinn. Er kommt mit Thor zu uns nach Hause. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter, weil die werden wir wahrscheinlich gleich wieder dazwischen quatschen. Die kommen zu uns nach Hause, scheißen uns an, kämpfen mit uns. Thor tötet uns ganz kurzzeitig. Ja, hat er schon Kratos einmal getötet. Und dann beschützen die nicht Tür richtig? Der zerbrach, ist irgendwie verdächtig. Sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. War das eine Bombe? Wir haben das Licht befreit. Das ist denen doch egal. Hinter dir, Bruder! Merkt euch meine Worte, das war zu einfach. Atreus, pass auf! Ich hasse Alfheim! Das war zu einfach mit dir. Ach, das haben wir doch schon gesehen. Da hätte ich mir aber was anderes gewünscht als Finisher. Das haben wir schon mit den anderen Viechern gesehen. Das haben wir auch so in der Art schon gesehen. Lass doch mal ein bisschen was Kreativeres einfach. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein, bloß ein Optimist, alter Freund. Lass doch die Finisher von Dingens machen. Von den Mortal Kombat machen. Das wäre doch mal krass. Lass uns erstmal weiter, Bruder.
Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Okay, Bruder, dann nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Neues Artefakt. Traumfänger. Dieses Objekt soll Nachtmare absorbieren. Das Prinzip dieser Magie stammt nicht von hier, sondern ist eine Theorie, die Tyr von den westlichen Ländern übernahm. Die Prämisse ist simpel. Nachtmare suchen uns in der Dunkelheit auf, um uns in die Köpfe zu kriechen und uns von innen heraus zu verderben. Objekte wie diese sollen die Nachtmare ablenken und in die Falle locken, sodass sie sich in den Fäden des Traumfängers fädeln, bis die Sonne die arglistigen Mistviecher verbrennt. Alter, es ist zum Kotzen vorzulesen mit so einer verstopften Nase. Ich weiß nicht, ob man das hört, ey. Aber es ist scheiße. Leute? Hier gibt's keine Message irgendwie? Kommt später nochmal wieder? Das sieht irgendwie so aus, als wenn du das mit Atreus aufschießen könntest mit diesem goldenen Schuss, weißt du? Und zum Glück heißt hier goldener Schuss was anderes als im echten Leben, weißt du? Atreus, mach sowas nicht. Finger weg von den Drogen, ne? Okay. Naja. Wenn wir das haben wollen, müssen wir sowieso später nochmal hin, wegen der Kiste. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja. Und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Ja, können wir machen. Sieht das geil aus, Alter. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Okay. Das sieht richtig geil designt aus, oder? Das ist nicht. Manches ändert sich wohl nie. Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Ja, ist ein Multitool. Die Axt ist ein Schweizer Taschenmesser. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Ja, das sieht richtig schön aus. Oh, guck mal hier. Wie das funkelt, ey. Sieht ein bisschen so aus wie diese Höhle aus dem Black Panther Film, falls ihr das kennt, wo diese Knospe da oder diese Pflanze gepflanzt wird, die den zum Black Panther macht. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen. Zumindest muss ich daran denken gerade. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich gerade den neuesten Black Panther Trailer gesehen. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung. Wow, das Licht. Ah! Au. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja.
Nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Okay. Seelensee. Da kann Kratos sich auch durchkämpfen, das ist gar kein Problem. Was ist das da oben? Das sieht auch irgendwie, verdächtig aus. Okay. Keiner sagt was? Hallo? Warum sagt keiner was? Ah, oh Gott. Das ist sehr schön. Warum kann man die Glocke denn da bimmeln lassen? Das, ja? Als hätte sie so ein... Nee, lass. Gibt's einen, also... Das sag ich jetzt lieber nicht. Egal. Ach ja. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Ja, hat ja viel gemacht. Lass die beiden lieber ihr Ding machen, Bruder. Schau über. Hat ja viel gebracht. Lass es sein, ihr! Auf zu blocken, ey! Blocken tun nur Possies! Lichtbau, du Vorsicht! Let's go! Und weg mit dir! Oh, wie er nur rumsteht, ey! Ohne Witz! Tier! Mal ein bisschen mithelfen und nicht so abhauen wie so ein Feigling. Das wäre mal ganz geil, zur Abwechslung. Rechte Seite, Kratos! Jawoll! Das wollen wir sehen. Mehr Blut, mehr Zerstörung. Auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Okay. Wie sieht das denn aus? Folgt mir, Freunde. Ja, du weißt es. Okay, dann zeig mal her. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Hat er gerade nach uns gepfiffen wie so ein Hund oder was? Er muss doch bestimmt noch irgendwo. Wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Das tut er manchmal. Neugierige Seele. Und fragt er so ständig so neugierig. Also ich traue Tieren nicht, sag's euch wie es ist. Ich traue dem nicht. Der muss sich erstmal beweisen und das hat er bisher nicht getan. Der muss sich erstmal beweisen, das hat er absolut nicht getan bisher. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern sich Alfheims Licht. Und wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Ja, toll, das hört sich sehr gut an.
Gut, Freunde, hier ist erstmal Schluss. Ich muss unbedingt erstmal meine Nase von sonst was befreien. Ich danke fürs Zusehen. Wir machen beim nächsten Mal hier gerne weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Danke dafür, haut rein und tschüss.